Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben beim letzten Mal haben wir begonnen, das Dach zu bauen und seit der letzten Folge sind ungefähr, lass mich nicht lügen, 7-8 Stunden vergangen. Und zwischen der letzten Folge und dieser Folge haben wir das geschafft. Das Haus ist noch immer lange nicht fertig, aber wir haben sehr viele Details gemacht. Ich hole euch mal eben kurz ab, was wir so getan haben. Also Punkt 1 ist, wir haben ja beim letzten Mal beim Dach aufgehört. Gucken wir uns das Dach also einmal an, wie das Dach jetzt letzten Endes aussieht. Wir haben hier oben diese Kanten reingesetzt, wie ich es gesagt hatte, ne? Damit hier so ein bisschen mehr Struktur noch reinkommt. Hier unten gibt es ein bisschen Stroh, oben gibt es ein bisschen Stroh. Hier hatte ich mir gedacht, das wäre ganz cool, wenn hier so ein bisschen der potenzielle Rauch rauskommt. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit, das gefällt mir noch nicht so richtig gut, muss ich nochmal gucken. Ob wir vielleicht nochmal was ändern, ob wir vielleicht alle so ein Stückchen nach oben setzen, die komplette Reihe. Oder ob wir das ganz wegnehmen, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Müssen wir mal sehen. Müssen wir mal schauen. Gefällt mir auf jeden Fall so insgesamt ganz gutes Dach. Wie gesagt, auch mit den kleinen Stufen hier. Ist ganz cool. Auf was man so durch Zufall stößt. Und genau, das Dach wird hier einmal von links nach rechts durchgezogen. Da drüben, das soll eigentlich genauso sein wie das hier, wie diese Seite, zumindest im Groben. Das ist das. Dann haben wir nochmal mit anderem Holz rumprobiert. Mit diesem, ich glaube, es ist, wie heißt es, irgendwas mit Kohle, das Holz. Mit diesem hier. Es gefällt definitiv besser als das hier. Das hier ist so extrem unruhig. Das hier ist irgendwie schöner, deswegen tauschen wir vieles noch aus. Die Seite hier ist, wie gesagt, auch noch überhaupt nicht angegangen, aber hier die andere Seite. Hier die andere Seite. Die haben wir jetzt soweit. In dem Stil soll jetzt das ganze Haus gebaut werden. Also ich glaube, ich habe jetzt einen Stil gefunden, der mir sehr gut gefällt. Hier auch mit den Balken oben und so. Das ist genau so, stelle ich mir das vor. Überall mit so Steinen als Verstärkung, Schrägstrich. Kleine Verschönerung des Ganzen. Oh, guck mal hier. Eieiei, guckt euch das mal an. Da oben fehlt was. Na gut, das machen wir demnächst irgendwann. Hier muss natürlich auch noch so ein Zapfen runterhängen, ist ja klar. So wie auf der Seite. Ja, so in die Richtung soll es gehen. Mir gefällt's. Ich muss sagen, mir gefällt's sehr gut. Ich bin immer sehr überrascht, wenn ich so vor mich hinbaue. Und dann plötzlich stehe ich da und denke so, das gefällt mir ja sogar. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass es gut aussieht, weil das ist ja immer Geschmackssache. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Und darum geht es ja. Wenn man irgendwas baut, dann muss es einem selbst gefallen. Gerade so in Computerspielen. Was anderes geht es ja nicht. Genau, hier oben haben wir noch ein bisschen was verändert. Hier vorne hatten wir, glaube ich, auch noch das Stückchen rausgezogen. Weiß ich gar nicht, ob ihr das schon kennt. Genau, wir haben hier und da ein bisschen was getan. Hier haben wir ein bisschen was um die Flamme drumherum geschmissen, weil die ansonsten das Haus so extrem beleuchtet hat in der Nacht. Deswegen jetzt eben hier so ein kleines Häuschen drumherum, ein Dach drauf. Wir haben was auch ein bisschen rausgezogen, das Ganze. Ja, so sieht es jetzt aktuell aus, unser Häuschen. Gucken wir mal, wohin es geht. Jetzt ist mein Plan ist jetzt erstmal nach und nach auf der anderen Seite das noch genauso zu bauen und dann mal gucken, was wir noch in der Mitte so anstellen. Und von innen müssen wir natürlich auch noch jede Menge an Deko bauen und so, ne? Ja, aber das kommt dann in Zukunft. Jetzt für diese Folge habe ich Folgendes geplant. Und zwar zum einen brauchen wir einmal hier, müssen uns die Fähigkeiten mal ein bisschen verteilen. Ausweichangriff. Wenn du mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, kannst du mit linker Maustaste einen Ausweichangriff ausführen, welcher dich auf einen Gegner zustürmen lässt und mehr Waffenschaden verursacht. Nehmen wir uns mit, kostet 4 Punkte, wir haben 7. Schwere Platten, die maximale Menge an physischem Schaden, die deine Rüstung abwehren kann, wird um 10% erhöht. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Seelenraub. Wenn du einen Gegner mit einer Nahkampfwaffe tötest, erhalten alle Spieler im Umkreis von 15 Meter um das Ziel 20 Mana. Hm. Erdaua. Jeglicher Schaden gegen Spieler im Umkreis von 10 Metern wird um 10% reduziert. Wenn ein Verbündeter die Aufmerksamkeit eines Feindes auf sich zieht, gilt das auch für dich. Ah, also Tank-ähnlich, möchte ich meinen. Hm. Bin ich hier in Tank-Richtung gegangen? Fühlt sich jetzt... Hier steht's doch auch.
Ja, hatte ich auch schon vorgelesen. Aber wieso bin ich denn in Richtung Tank-Richtung gegangen? Ich weiß es nicht. Schnelle Klinge ermöglicht es dir schneller mit einhändigen Schwertern und Äxten anzugreifen. Noch schneller. Ist natürlich auch geil. Aber wir können ja im Notfall können wir auch resetten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal, wenn du... plus 5 Sekunden Miasma-Zeit. Das ist natürlich ganz praktisch. Wir könnten ja hier die Runde auch gehen. Konstitution um 1. Ja, müssen wir uns mal überlegen, wo wir hingehen. Ich würde sagen, ich nehme mir das erstmal mit. Wir können, wie gesagt, hier im Notfall auch alles nochmal neu lernen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist Quests. Wir müssen den Flammenaltar verbessern. Das können wir aktuell noch nicht. Aber ich würde ganz gerne die Jägerin mir einmal abholen. Denn, obwohl ich jetzt schon echt viele Stunden gespielt habe, hier im Early Access, haben wir noch immer nicht den zweiten Begleiter, die Jägerin. Die Karte zeigt den Standort der Jägerin in einer Krypta der Erbauer. Sie ist versiert im Kampf, im Fernkampf und Überleben. So, da flitzen wir einfach mal hin. Auf der Karte anzeigen lassen, das müsste eigentlich... Oh. Das ist ja sogar ziemlich weit weg, ne? Liebesbrief an Königin Jasmina. Das ist ja ziemlich weit weg. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich würde sagen, wir flitzen dahin. Was ist denn das hier für ein Fragezeichen? Brückenbaubericht. Zum Tagebuch. Brückenbaubericht. Das hatten wir auch schon gelesen. Warte mal, da kommen wir dran vorbei. Da machen wir eine schöne kleine Runde. Weiß jetzt nicht, ob wir das alles in einer Folge schaffen, aber im Notfall machen wir in der nächsten Folge eben weiter. 400 Meter. Ich müsste eigentlich, wenn ich mich nicht täusche... Ich glaube, hier hinten kommen wir ganz einfach hoch. Den Weg habe ich nämlich letztens entdeckt. Das ist so ein kleiner sneaky Weg. Ich hatte immer gedacht, ich muss da hinten über die Brücke rüber oder was weiß ich was. Aber nein. Wir können einfach direkt... Übrigens, von der Seite sieht das Haus aus wie ein ultramodernes Schickimicki-Gebäude, ne? Wie so ein Bürogebäude oder so. Oder wie jemand so liebevoll sagte, wie so eine Scheibe Borgwürfel. Warte mal, und hier müssen wir auch nochmal ganz kurz gucken. Hier hatte jemand gesagt, dass man hier gut Metall farmen kann. Indem man hier die Dinger hier kaputt macht. Gut, ich mache halt echt nicht viel Schaden mit meiner Spitzhacke, ne? Wir können halt noch nicht so richtig was. Dreimal Metallschrott? Okay, ja, aber wenn die dreimal Metallschrott geben, wenn man sich die hier alle anguckt, dann kriegt man schon ziemlich viel zusammen, ja. Sieht ein bisschen aus, als hätte er auf den Boden gekotzt und wäre in seine eigenen Kotze eingeschlafen. Der Gute hier. Naja. So. Weiter geht's. Wo müssen wir hin? 150 Meter und 40 Meter. Hier nehmen wir uns auch ein paar mit. Ich könnte natürlich mal was essen, ne? Oder zumindest mal was trinken. Oh, guck mal hier. Hier ist so eine... Ist das einfach nur so eine Mini-Stelle, Miasma? Ah, da geht's nach unten.
Neuer Ort kartiert. Ein Marker hinzugefügt. Kleine Feuersteinmine. Achso, es geht hier einfach nur um diese klitzekleine Mine. Hier könnten wir also theoretisch Feuerstein sammeln. Ja, aber das haben wir auch direkt neben unserer Base. Feuerstein haben wir jede Menge. Da müssen wir jetzt, also haben wir direkt um die Ecke jede Menge. Da müssen wir nicht hier hin. Und hier unten können wir jetzt... Nee, warte, hier geht's gar nicht runter. Was ist das denn für ein süßer Teich? Rache fürs Karnickel. Das ist ganz genau erkannt. War der Wolf hier. Der olle Sack. Okay, da müssen wir jetzt noch 250, 220 Meter. Auf der Map sieht das immer alles so weit weg aus und dann ist es direkt um die Ecke. Das sind nur 200 Meter? Das sieht doch aus wie... Unglaublich. Oh, kommen wir überhaupt rüber? Das war nix. Oh, nee. Oh, oh, achso, ich muss ja was sagen, ne? Ich guck gerade nachdenklich nach unten. Hatte ich eigentlich keine Ausdauer mehr? Oder wieso konnte ich mein Flughörnchen nicht mehr zünden? Verdammte Axt, ey. Da traue ich mich einmal weg von zu Hause und schon stürze ich ab. So, wo sind wir denn jetzt gestorben? Da hinten, in die Richtung. Ach, Leute. So, ziehen wir uns mal das rein, ziehen wir uns mal jenes rein. So, und jetzt machen wir es einfach mal nochmal. Flitzen wir mal direkt hier unten durch. Müsste eigentlich gehen. Weil ich mich nicht täusche. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt sind nur noch 200 Meter bis zu unserem Grabstein. Weiter geht's. So, jetzt aber. Alles überhaupt. Bin ich besoffen? Hä? Ich glaube, ich hatte. Das war, glaube ich, gerade ein Bug. Ich glaube, ich hatte gerade offiziell irgendwie mein Segelpelz draußen. Aber er war einfach nicht zu sehen. So, also, wir müssen ja da runter, ne? Kommen wir denn hier irgendwo auch wieder hoch? Irgendwo mit Sicherheit. Da sieht recht seicht aus. Nee, wirklich? Oh nee. Ernsthaft. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ihr seht es mit ziemlicher Sicherheit, dass unser Grabstein da an der Felswand hängt. Da kommen wir gar nicht, da kommen wir doch nie ran. Was haben wir denn nicht? Man verliert ja glücklicherweise nicht alles. Okay, wir haben... Hä? Was haben wir überhaupt verloren? Hm. Wir können uns da schon hinbauen, glaube ich. Aber das möchte ich jetzt eigentlich ungern machen.
komm, ich... Hä? Das ist die beste Aufnahme ever. Herausragend. Herausragend. Jetzt aber mal ohne Spaß. Das liegt am Miasma, ne? Ich sterbe gar nicht aufgrund des Falls, sondern ich sterbe aufgrund des Miasmas. Das checke ich auch erst jetzt. Ja, gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir sollten uns einen anderen Weg suchen, ne? Also wir dürfen hier halt nicht durch. Dann brauchen wir... Wir können... Wieso gehe ich nicht einfach daran vorbei? Man weiß es nicht. Woher sollte man auch wissen, wieso ich das nicht mache? So, passt mal auf, wie schnell ich jetzt bei der Quest bin. So. Auf geht's. Könnt gerne die Zeit stoppen. Die Jägerin werdet ihr in wenigen Sekunden zu Gesicht bekommen. Pass auf, dauert nicht mehr lange. Ich trinke nochmal eben was. Nochmal was essen. Noch ein Maiskölbchen hinterher. Wenn man so sprintet, sieht man so ein bisschen aus wie ein alter Opa, ne? Ach ja, herrlich. Warte mal, ich stelle mal eben hier wieder den. So, dann gucken wir jetzt mal. Also, dann laufen wir jetzt erstmal nach links hoch, würde ich sagen. Und dann werden wir uns auf den Weg zur... Wenn das überhaupt möglich ist, hier hochzugehen, dann werden wir uns auf den Weg zur Jägerin begeben. Oh ja. Knapp, aber geht. Ob ich von hier darüber? Nein. Ich war kurz davor. Ich war jetzt wirklich kurz davor. Aber nein. Nicht noch einmal. Sag mal, komme ich überhaupt? Ja. Mit meinen Krallen an den Zehen. Gar kein Problem. So, siehste? Oh, hier ist aber auch schön. Hallo? Ah. Schrein der Flamme. Ein Funken eingesammelt. Sehr gut. So, hier vorne. Ich mag das immer so, wenn das Gras so den Bauch entlang kitzelt. Standort oben. Wie aggro die hier sind. Aber nicht sehr freundlich. Standort noch immer oben. Da oben. Na gut, dann flitzen wir da jetzt mal hin. Und immer auch ein bisschen umgucken, ne? Oh, guck mal, da unten ist eine Höhle.
Wer bist du denn? Hä? Hallo? Er hat mich zuerst gehauen. Yeti oder irgendwas. Was hat er in seiner Truhe? Eine Bandage. Sein Ernst? Naja. Naja. So, werte Jägerin. Krypta der Erbauer Jägerin. Oh. Schamane oder irgendwas? Ein Heiler auf jeden Fall. Aber die sind ja glücklicherweise alle ein paar Lowies, wa? Habt ihr wenigstens eine gute Truhe oder habt ihr auch wieder nur einen kleinen Fetzen Bandagen? Alter! Irgendwie, also ich weiß ja durchaus, dass die Map groß ist, ne? Aber in manchen Momenten denke ich dann, meine Fresse, ist die Map groß. Sieht halt auch geil aus, ne? Schön, schön. Oh, hier, guck mal, was da los? Ist es wieder so ein Punkt, an dem man gut sterben kann? Können wir von hier aus unser Haus sehen? In welche Richtung wäre denn das? Oh, viel weiter rechts. Ah, natürlich, da hinten. Können wir aber sogar. Krass. Das scheint unendlich weit gerendert zu werden. Das ist ja auch beeindruckend. Andere Spieler haben da sehr, sehr heftig mit Performance-Problemen zu kämpfen. Ist das hier so ein Loop-Filter? Alter Vater. Was ist denn nur hier schon wieder los? Okay, mal gucken. Hatte ich gerade eben gesagt, dass ihr in wenigen Sekunden die Jägerin seht? Ja, vielleicht habe ich mich da ein bisschen getäuscht. Bisschen verrechnet. Oh, hier gibt's Harz, das ist gar nicht so schlecht. So. Einmal mitnehmen. Hier fehlen uns noch zwei. Da oben können wir mal rüberschwingen. Oh, knapp. Ist doch eine Falle.
Irgendwie sieht es hier in jeder Richtung nach einer Falle aus. Jetzt sind wir wieder draußen. Liegt hier Fleisch? Tatsache. Rohes Fleisch, was seit Tagen hier in der brütenden Sonne liegt. Ob das so sinnvoll ist? Naja, jetzt ist es eh schon im Fleischtopfer. Im Fleischsack. Jetzt weiß ich eh nicht mehr, welches ist. So, wir rennen hier einfach mal rein. Ach so, also an die Jägerin kommen wir so schon ran. Getrocknetes Fell unter Trocken gestellt. Ach so, Rezept freigeschaltet. Speerhandschuhe und 14 mehr. Alter Vater. Okay, also. Die Jägerin haben wir auch. Das bedeutet, das Rätsel hat mit der Jägerin gar nichts zu tun, sondern gibt nur einen Bonus. Na, den Bonus, den müssen wir uns aber auch noch holen. Lass mal gucken, wo wir jetzt hier mal schnell... Von da unten kommen wir. Ich übersehe ganz gerne die Symbole. Ob die hier draußen überhaupt sein können? Ich nehme an, die können überall sein. So, hier geht's. Nach unten? Hier sind wir jetzt auf der... Moment mal, wo bin ich hier? Ja, also das nennt man im Kreislauf, ne? Moment mal, wir brauchen noch zwei weitere der Runen. Was ist hier so drin? Stein. Zweimal Stein. Die Frage ist eben, ob... ob diese Runen eventuell auch draußen sein können. Oder ob die alle hier in diesem Gebäude sind. Da oben ist noch eine. Da oben ist noch eine. Wie kommen wir denn daran? Da oben können wir schwingen auf jeden Fall, aber... Oh, da ist auch noch eine. Ja, die sind ja gar nicht so weit weg, ne? Kann ich... Okay. Okay. Genau, ich muss höchstpersönlich da irgendwie. Wo ist denn da der... Wo ist denn da der dazugehörige Schalter? Ah, der scheint da oben unten... drunter zu sein, ne? Können wir eventuell in einem Bogen schießen? Na gut, dann müssen wir wohl irgendwie da oben rankommen. Vorsicht. Okay. Aber ich komme da oben an den Greifhaken nicht ran, das ist das Problem. An der ganzen Sache. Ich meine, muss ich hier hüpfen? Ich krieg jetzt mit Sicherheit einen Stromschock, ey. Jo, bin ich ja nicht ansatzweise hoch genug.
Wie soll ich denn da... Hä? Oh. Alter, macht hier überhaupt keinen Schaden, der Blitz. Ich hab gedacht, das wäre ein Insta-Death. Ist ja gar nichts. Hm. Also, wie ich schwinge, weiß ich mittlerweile. Das habe ich mittlerweile herausbekommen. Aber ich kann mich doch da gar nicht dran hochziehen. Oh, warte mal, was ist denn das da? Ah, da ist ein Gitter an der Seite. Aber er hält sich nicht fest, okay. Ja, irgendwie kann man ja einfach durchlaufen, ne? So, einmal kurz Ausdauer. Warten. Können wir was trinken? Ja. Oh Scheiße, was war das denn? Wieso springst du denn nicht, mein Freund? Okay, er hält sich da nicht fest. Besseren Zeitpunkt wahrscheinlich ein bisschen später abspringen, ne? Gucken. Er hält sich nicht fest. Wieso hält er sich nicht fest? Leuchtet mir irgendwie nicht ein. Ich klatsche genau dagegen, aber hält sich trotzdem nicht fest. Jetzt. Oh, nee. Das war jetzt maximal ein Pixel oder so, die uns Ausdauer. Das gibt's doch nicht, ey. Nicht dein Ernst, Spiel. Nicht dein Ernst, ey. So, noch auf die Ausdauer warten. Wir haben ja auch sehr wenig Ausdauer gerade. Kann sein, dass es einfach gar nicht reicht. Jetzt komme ich überhaupt nicht mehr weit genug. Halt dich doch da fest, Alter. Wieso hält er sich denn nicht fest? Ist doch nicht dein Ernst? Mehr als davor springen kann ich doch nicht. Wenigstens kann ich immer einen Kuchen backen, während ich auf die Ausdauer warte. So, und er hat sich da ja auch vorhin schon mal festgehalten. Ich verstehe nur nicht, wieso er das jetzt die ganze Zeit nicht macht. Wieso hält er sich denn nicht mehr fest? Hä? Ich begreife es nicht.
Ich begreife es nicht. Okay. So. War doch gar kein Problem, Leute. War doch total einfach. Ich hätte übrigens jetzt auch einfach mit dem Greifhaken. Die Ausdauer würde doch nicht reichen, oder? Nee, okay. Hätte ich ja jetzt einfach rüberschwingen können. Aua. So. Passt auf. Hat sich sowas von gelohnt. Wir werden jetzt das krasseste Item bekommen, was wir bisher gelootet haben in diesem Spiel. Aufpassen. Das ist mein erstes Legendary. Also es ist definitiv das krasseste Item, was wir bisher gelootet haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Standard ist. Ob man hier immer ein Legendary rausholt, vielleicht ist es überhaupt nichts Besonderes. Aber für mich fühlt es sich gut an. Ich gebe euch einen Tipp, falls ihr hier keinen Legendary rausgeholt habt, dann müsst ihr einfach so häufig failen wie ich. Dann kriegt ihr auch eins. Ich weiß nicht, ob der gut ist oder irgendwas, aber es ist ja ein Legendary. Die sind immer gut. Kunstvoller Holzbogen. Ja. Ja. Geil, also wir haben jetzt die Jägerin und wir haben einen kunstvollen Holzbogen. Den müssen wir uns natürlich einfach direkt mal angucken hier. Spanngeschwindigkeit, maximaler 7% Fallgeschwindigkeit. Hinterhaltschaden, Chance auf kritische... Alter Vater, ey, können wir richtig aufwerten, den guten. Das machen wir auch gleich mal. Sieht der wenigstens auch noch cool aus. Wieso schießt du denn? Naja. Sieht ein bisschen aus wie die Bögen, die ich immer als Kind gebastelt habe. Aber gut, der ist definitiv tödlicher, möchte ich meinen. So, ja cool, dann würde ich sagen, wir flitzen jetzt einmal schnell nach Hause. Hier ist zwar noch ein Liebesbrief an die Königin. Hier ist ein Wegpunkt, Liebesbrief an die Königin. Hm. Warte mal. Jetzt wollte ich gerade eigentlich... Das war jetzt ein Fehler. Ich hätte mit einmal durchlaufen können. Oh, guck mal, da oben ist noch die Truhe. Guck mal, die Sonne geht schon wieder auf. Jetzt haben wir hier schön... Ach, Harz. Okay, die Jungs hier sind so ein bisschen die Harz-Profis, wie es aussieht. Und wo ist unser Ziel? Da unten? Hm. Könnte sogar da unten... Wie soll das heißen? Das soll heißen Liebesbrief an Königin Jasmina. Könnte tatsächlich da in dem Lager sein, ne? Dann würde ich sagen, wir hüpfen erstmal ein Stückchen weiter nach unten. Und dann rammen wir uns einfach mal in den Boden. Südliches Karawanenlager. Okay, hier ist niemand. Ein paar Pfeile. Nee. Ich habe gedacht, ich kann den looten. Ich wollte mich nicht zu dem Skelett legen. Ein paar Bücher, eine Truhe. Nice, nett, nett, nett. Hier.
Die Wiederentdeckung eines alten Anblicks. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal den Sonnenuntergang auf dieser Seite der Berge erleben würde. Als ich jung war, war die Abenddämmerung noch heller. Ein leuchtender Vorhang aus Lavendel oder Traube, eine Mischung aus Mandarine und Ringelblume, ein blühendes Rot vor der Dunkelheit. Jetzt ist alles grau. Ich bete, dass die Erbauer die nördliche Karawane mit ihrem Licht beschützen. Ich glaube an Cyrus oder an Cyrus. Glutwacht ist in Sicht. Meine Leute sind müde, aber wir können nicht rasten. Wir müssen für jede Seele, die wir verloren haben, noch härter werden. Und ich habe gelernt, dass wir schnell sein müssen. Ich weiß übrigens nicht, was gerade mit den Schatten hier los ist. Richtig Disco hier. Ich habe ein seltsames Gefühl, diese Furcht nicht verweilen zu können, dass ich wieder alleine bin. Warum kann ich diese Angst nicht abschütteln? Nein, diese Vorahnung. Königin Jasmina schrieb dies. Oh. Hirte des Donners. Aha. Und noch ein bisschen Vandalismus. Oh, Metallplatten? Metallplatten ist ganz gut. Okay, das scheint es jetzt hier aber gewesen zu sein, ne? Sieht mir zumindest aus, so aus. Okay, cool. Südliches Karawanenlager. Abgeschlossen. So, dann flitzen wir jetzt nochmal kurz nach Hause. Das können wir jetzt von hier aus mal eben schnell per Schnellreise mal. Oh, warte mal. Da sehe ich doch noch was. Sprinte. Gut, ich würde mich gerne hier überall umgucken, ne? Aber das machen wir jetzt nicht. Wir kriegen sonst hier überhaupt nichts mehr gebacken. Wir sollen jetzt erstmal nach Hause und die Jägerin auspacken. So, das machen wir mal schnell. Püff! Ah, endlich zu Hause, ey. Meine Güte. So, Taschen. Ich hätte da jemanden für dich. Wo haben wir denn? Wo habe ich denn? Doch, hier ist er doch, ne? Ja. So, einmal hier und dann einmal dort. Atalan Scree, die Jägerin. Ethelan. Darf die wenigstens draußen stehen oder muss die auch irgendwie drinnen stehen? Müssen die alle mal drinnen stehen? Ich meine, sie könnte draußen. Ich finde, sie könnte. Wie, ja, das müsste hier gehen, ne? Wäre geil, wenn sie draußen stehen würde. Guten Tag. Immer mitten ins Herz. Salz finden. Uns mangelt es an vielen Dingen. Ohne eine ständige Versorgung mit Salz wird es schwierig sein, Pelze zu konservieren. Ich bin vielleicht nicht von hier, aber ich kenne das Land sehr gut. Hier, ich werde einen Ort, an dem es Salz gibt, in deinem Tagebuch vermerken. Enttäusch mich nicht. Moment mal, ich soll dich nicht enttäuschen? Okay, sie kann uns Schrottpfeile herstellen. Das ist schon mal sehr gut. Trockengestell, auch nett. Für verwende Salz, um Fälle für weitere Verwendung zu konservieren. Okay. Tierfell. Harzfackel, Wachsfackel, Speerset ist für Fernkampf höchstwahrscheinlich. Teppiche, oh, Wanddeko. Ah, gucke mal. Holzbretter brauchen wir dafür. Na gut, dann müssen wir einiges bauen, wie es aussieht. Ich würde aber ganz gerne einmal hier unseren kunstvollen Holzbogen würde ich ganz gerne einmal verbessern. Oh. Hey.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Einmal durchgeflutscht. Schön hier. Schön. Den müssen wir uns natürlich dann demnächst nochmal angucken. Machen wir aber erst in der nächsten Folge. Das ist ja hier eine Folge mit absoluter Überlänge, ne? Ich habe extra versagt, damit ihr so lange hier zugucken dürft. Leute, ich bedanke mich fürs dabei sein. Vielen Dank für eure Likes, eure Kommentare, eure Zeit. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge von Enshrouded. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.